Alex Fankhauser serviert mit der Jungs vom Wollschweinrücken im Speckmantel auf Wirsinggemüse mit Rösti. Das Wollschweinfilet in gleich große Medaillons schneiden. Rundum mit Senf bestreichen. Jedes Fleischstück jeweils mit zwei Scheiben Speck umwickeln. Mit Küchengarn straff binden. Und mit Salz und Pfeffer würzen. Die Medaillons in etwas heißem Öl und Butter beidseitig scharf anbraten. Danach noch im Rohr bei 160 Grad 7 bis 8 Minuten braten. Herausnehmen, mit Rosmarin parfümieren und rasten lassen. Die gehackte Zwiebel in Butter glasig anschwitzen, Knoblauch zugeben und mit Majoran würzen. Mit Obers aufgießen und die blanchierten Wirsingstreifen unterheben. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die Kartoffeln schälen, fein reiben und würzen. Auspressen und in einer Pfanne flachgedrückt als Rösti knusprig braten. Das Wirsinggemüse sowie die Rösti anrichten. Die Medaillons aufschneiden und dazu servieren. Viel Spaß beim Nachkochen!